Herzlich willkommen bei FIFA 13 Manager Modus. Ja, heute mal ein Live-Spiel. Also ohne Schnipp, Schnapp, Wuppdiwupp. Und zwar, weil ich das ausprobieren wollte, was euch dann besser gefällt. Und dann, ja. Und ich muss noch sagen, ich habe aus Versehen die letzte Aufnahme, da hatte ich auch geschnitten, habe ich verbrasselt. Sie ist weg. Ich weiß nicht wo. Und ja, das Pokalspiel haben wir mit 2 zu 1 gewinnen können. Das erste 3 zu 1 gewinnen können, das erste Pokalspiel. Und das erste Ligaspiel haben wir 1 zu 1 unentschieden gespielt. Und ja, und jetzt geht's ins Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. So, was nehmen wir denn für Trikots? Wir nehmen natürlich die Auswärtstrikots und die Gegner nehmen, auch die Auswärtstrikots. Profi, 6 Minuten und heiter! Muss noch irgendwas an der Ausstellung? Nein, ist alles okay. Und der Sippel ist verletzt. Ja, probiere ich das mal aus. Nein, renn, 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 renn. Ah, okay. Erster FC Kaiserslautern. Erster FC Köln. Edwin Ivonsen. Ah, komm, jetzt ist die Szene zu Ende. Ich wollte das jetzt nicht irgendwie stören oder so, aber jetzt ist es ja eh zu Ende. Also, ich glaube, dass wir gegen den ersten FC Kaiserslautern eine gute Chance haben. Es könnte auch, aber auch knapp werden, weil ich habe das erste Ligaspiel auch unentschieden gespielt und so früh in der Liga kann man ja auch nicht sagen, wie die gespielt haben, ob die das erste Spiel gewonnen haben oder verloren haben, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, auf jeden Fall haben sie Baum Johann, den Ex-Schalker. Den Ex-Schalker. Auf der Auswechselbank. Wir haben im Tor Horn. Und Jabo in der Auswechslung. Den wollte ich eigentlich ins Feld packen. Na egal. Und Bröcker ist auch auf der Auswechslung. Und im Sturm natürlich unseren Uya und Randy Edwini Bonzu. Und da ist nochmal der Bundesliga-Ball. Yay. Und dann geht's los. Ja, ich fange das den Spielbereich erstmal ziemlich langsam an immer. Und ach Gott. Und es tut mir auch sehr leid, wenn ich jetzt zwischendurch mal nicht so viel rede, weil ich nicht, weil ich einfach nicht der Beste im Live-Kommentar bin. Und jetzt können sie die Flanke bringen, tun sie auch, aber Kofferlabwehr. Sauber. Und ja, der wurde habe ich gut abgeblockt. Dann gibt es den Stoß. Ja, und den Alter, komm schon. Und jetzt Clemens, der hat jetzt Platz, der hat Platz. Was ist noch auf ja, ja, lo. Der mit dem Antäuscher. Oh Gott. Ah, da hole ich mir den Ball zurück, da hole ich mir den Ball zurück. Da bringe ich die Flanke. Kopfball! Ah, gut vom Verteidiger hier geklärt. Schade, schade, schade. Ah, schön Grätsche. Jetzt Jajalo. Auf Clemens. Auf Uja. Mit Roulette. Und der Ball ist weg. Scheiße. Ja, meine Stimme hört sich gerade nicht so besonders frisch an. Ich bin gerade erst aufgestanden und wollte das jetzt einfach
hinter mich bringen, solange die anderen beiden noch in der Schule sind, weil ich habe heute schulfrei. Und den man. Ah, gut gesehen hier auf Yayalo. Jetzt in die Edwini Bonzu mit dem Roulette. Mit dem Rainbow. Ah, oh, da habe ich den Ball noch. Nein, doch nicht. Oh. Schade, 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 Schokolade. Oh Gott. Ich muss auch dazu sagen, ich habe meistens immer weniger Ballbesitz wie die Gegner, aber öfters auch mehr Tore. Oh. Und. Und ja, eigentlich könnt ihr euch auch mal auf die nächsten Projekte freuen, weil der Florian hat jetzt ein Headset. Und deswegen wird er jetzt auch ein bisschen besser zu verstehen sein. Und wir haben auch schon wieder ein bisschen Minecraft aufgenommen. Und ja, die Folgen von Minecraft, die werde ich wahrscheinlich, wenn wir so bei 50 oder 60 sind, werde ich die auf hier nicht gelistet stellen. Dann packe ich einen Link in die Video, nicht Videobeschreibung, in die Kanalbeschreibung, wo man die dann sehen kann, aber sie bleiben auf nicht gelistet. Weil es einfach, na komm, ganz ehrlich, wem gefällt das schon? Das sind ja einfach nur Tasten, die man da hört meistens. Also, man hört ja die fast die ganze Zeit nur, wie der Flo da auf die Tasten haut. Oh, und da kommt sie schon gut durch. Und dann schöne Grätsche. Und dann kommt sie doch. Und das Tor 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Boah, was war da denn jetzt los? Da ist auch schön über die Grätsche gesprungen. Hier sieht man es doch mal. Ich bin super über die Grätsche gesprungen und dann macht er den locker ins Tor. Schade, das drücke ich jetzt mal weg. Und es kommt in nächster Zeit vielleicht auch mal ein FIFA 13 Ultimate Team Spiel, wenn ich mein Team fertig gebaut habe, aber es wird leider nicht online kommen, weil ich gerade kein Geld fürs Online habe, weil Goldmitgliedschaft ist zu Ende und dann habe ich jetzt. Und er hat wie die so Tor 1:1. Also was soll ich sagen? Ich habe gerade das Geld zusammengekriegt für die Elgato. Habe ich auch noch nicht komplett abbezahlt. Also ich habe es noch nicht komplett zusammen, das Geld. Habe ich gerade noch nicht komplett abbezahlt. Deswegen muss ich jetzt auch noch ein bisschen sparen. Ach nö, oder? Nö. Boah, ey, ich wollte schon sagen. Jetzt, Uja. Kann er vorbeikommen? Kann er vorbeikommen? Ja, der kommt vorbei. Uja, Uja, Uja. Und Tor 1, 2:1, oh, Entschuldigung, 2:1 meine ich, nicht 1:1, 2:1 in der 31. Minute, Uja. Huh, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, der hat sich den komisch irgendwie rübergezogen, aber egal. Wir führen mit 2:1, und das müssen wir jetzt einfach nur noch über die Halbzeit und dann über das Spiel herausbringen. So würde man das sagen, wenn man jetzt einer wäre, der den Sieg unbedingt braucht. Aber nein, ich brauche den ja nicht so unbedingt. Deswegen gehe ich auf weiteres Risiko und jetzt hier die Flanke. Ach, der hohe Steilpass, aber er kommt leider nicht an. Nee. Kommt schon. Und ja, wenn ihr auch wollt, dann kann ich das Ultimate Team Spiele so machen. Alter! Das, oh, super gehalten von Horn, dass es geschnitten ist, also dass ich das nachkommentiere, oder dass ich das so wie jetzt mache, also so live, und was ist das denn jetzt für ein Patzer von einem Stürmer vom Gegner? Also das so live mache, was euch halt besser gefällt, was halt mehr Daumen hoch bekommt, mache ich dann halt öfters. Oder ich mache das so gemischt, aber das würde irgendwie kacke sein. Also ich muss mich dann entscheiden zwischen Live-Kommentar und halt nachgesprochen.
Ich glaube, ich bleib erstmal bei Live-Kommentar, weil ich jetzt, dann habe ich wenigstens die Videos, habe ich eine Länge für die Videos und beim Schneiden kann ich ja dann üben noch bei. Und ich wollte jetzt nicht, dass jetzt erst in 2 Wochen wieder ein FIFA-Video kommt. Weil FIFA ist ja, da hatte ich jetzt irgendwie auch Bock drauf. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich mir die Elgato geholt habe und ja. Oh nein. Schöne Abwehr. Schwacher Pass. Und da. Ah, oh, super Parade, aber das gibt eine Freistoß. Oh. Okay. Hat der Schiri nicht gesehen? Oh, doch, hat er gesehen. Verdammt. Ach, der Freistoß war schlecht. Ich hoffe, man hört nicht, wie ich hier auf die Tasten vom Player, von dem Controller, aber ich spiele übrigens auf der Xbox. Aber das müsste man eigentlich erkannt haben. Bei dem ersten FIFA-Video mit Real Madrid gegen Barcelona. Nein! 2 zu 2! Itrisu! Itrisou! Oder wie man den auch immer ausspricht. In der 45. Minute. Jetzt Uja. Uja zieht es nach hinten. Ah, da verliert den Ball. Das wird ziemlich unlogisch, wie er sich denn geholt hat. Da hätte der Uja eigentlich voll auf die Fresse fliegen müssen. So von hinten so bei mir gezogen. Wow. Naja, 2 zu 2 zur Halbzeit. Das wird ein knappes Spiel. Das merkt man jetzt schon. Und dann, wie soll man sagen, geht's in die zweite Halbzeit, ohne wirklich weiter rum zu quasseln und zu patzeln. Oh, da fliegt mein Spieler mal schön auf die Fresse. Ganz toll. Oh, und da verballern sie sich. So, und dann macht den hohen langen Pass. Kommt er an? Nein, schade. Sollte auch eigentlich gar nicht zu dem kommen. Ah, schön. Komm ich jetzt mit der Grätsche? Nein, macht er nicht. Aber jetzt die Grätsche. Oh, super Ball geholt. Sah für mich ein bisschen nach Foul aus, aber oh, super Ball verloren. Ah, da gehe ich gut in den Zweikampf. Super. Hat ein super Goal. Ach, was mache ich denn da für eine Kacke? Meine Güte. Nein. Boah. Ups. Reuer, Reuer. Ah ja, oh, noch gut. Ah, nee, tut mir leid. Lehmann. Edwini Bonzu. Edwini Bonzu zieht ab! Abgefälscht und da, Uja, Kopfballtor! 3 zu 2! Was war das denn jetzt für ein verrücktes Tor? Mit dem Kopfball über den Torwart drüber. Hätte der Torwart eigentlich auch haben können, aber hier noch die Wiederholung. Der Schuss von Edwini Bonzu und der Kopfball. Torwartfehler vom Torwart des 1. FC Kaiserslautern. Egal, weiter will ich jetzt gar nicht gucken. So. Von mir gesehen ein schönes Tor, ein verwirrendes Tor auf jeden Fall. Und da kommt nochmal der lange Pass jetzt. Aber jetzt wieder Uja mit dem Antäuscher, aber kriegt den Ball nicht mehr. Nein, hat den Ball verloren. Schade, schade, schade. Ach, schlechter Zweikampf. Ah, gut gemacht und schwacher Pass. Und da kommt Jajalo. Ah, nicht mehr schnell genug. Wäre das jetzt so ein Ronaldo, der hätte den Ball noch bekommen. Der hätte den Ball noch bekommen. Aber wäre das jetzt so ein Ronaldo, hätte ich wahrscheinlich versucht zu tricksen. Und dann wäre der Ball wahrscheinlich, oh, weg gewesen. Und da gibt es den Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern und die gelbe Karte für Royer.
Und ja. Oh, verletzt. Ja, von mir aus eine gute Besserung. Und hoffentlich bist du bald wieder fit. Hoffentlich nicht. Nein, hoffentlich ist er bald wieder fit, weil ist anscheinend ein wichtiger Mann. Glaube ich. Kann sein. Clemens. Auf Jajalo. Lehmann. Ich bin überhaupt so. Lehmann. Und Uja. Uja zieht ab! Oh. Also einen eigentlichen Spielstil habe ich ja jetzt irgendwie gar nicht, oder? Ich bin jetzt nicht der Taktiker hoch schlechthin. Ich bin nicht so unbedingt immer Skiller. Oh, schöner Pass auf Clemens. Clemens, ach Gottchen. Ach du, ach Gott, wieso schießt er nicht sofort? Ah, jetzt aber Roja. Roja. Oh. Roja mit dem Antäuscher. Bringt die Flanke rein. Kopfball. Ah, ins Außennetz. Gucken wir uns das nochmal an. Hier die Flanke und eine Kopfball ans Außennetz. Ah, da krieg ich den Kopfball gut. Und oh ja, jetzt auf. Jajalo. Auf Edwin Bonsu. Ach. Gute Verteidigung. Na, gut verteidigt hier vom Verteidiger. So. Jetzt Maru gegen Hoffa. Ah, schade. Und der Kopfball. Oh, abgegangen. Ah, gut. Abgeholt. Abgeholt? Was? Ja, gut geholt. Und Jajalo, der verpatzt es. Oh. Ich hätte eher passen müssen. Oh Gott. Da gibt es noch den Freistoß und wahrscheinlich die gelb-rote Karte. Ja, da gibt es die gelb-rote Karte für Roja. Nein, was habe ich da getan? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal, jetzt der Freistoß, aber wieder schlecht geschossen. Jetzt der Pass von Horn auf Brecco. Brecco Mio. Hey, warum verlierst du den Ball? Weil ich's kann. Och nein, oder? Boah, ne, oder? Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Was habe ich denn getan? Hm, toll. Ah, super, super gesprungen hier mit der Mauer. Ach Gott. Und der passt jetzt hier zur Seite, jetzt wieder zum Strafraum und der Schuss. Aber abgefälscht. Jetzt können wir mal den Konter ausstatten und da werden wir weggedrängt. Und der Schuss. Oh, pff, was macht denn der Horn da? Alter. Und Hertha hat gerade das 2:1 gegen Braunschweig gemacht oder Braunschweig hat das eine Tor geschossen. Ich habe es jetzt nicht wirklich verfolgt. Ich höre hier gerade bei mir irgendwie Spiel im Kopf, irgendwas. Ach, da werden wir umgenietet. Aber es gibt noch einen Einwurf. Einwurf auf Clemens. Pass jetzt auf, Jajalo. Jajalo zieht einfach mal ab und gehalten. Kopfballabwehr. Und jetzt Rico auf Lehmann mit dem Longshot. Schade. Jetzt wird Baum Johann eingewechselt. Alexander Baum Johann kommt jetzt rein. Heißt doch Alexander, ne? Er müsste Alexander Baum Johann. Er ist Deutscher. Das weiß ich. Dass er Baum Johann hat, weiß ich auch. Was ist nächstes, Schalke? Jetzt Jajalo. Auf Edwin Bonsu! Ah, oh, nicht schnell genug. Aber jetzt wieder bei Edwin Bonsu. Mit dem. Oh, Ballgewinn und dem Ballverlust. Jetzt kommt die. Jetzt kommt der weite Ball auf Bunyaku.
Er bringt die Flanke. Kopfball, aber Juan hat den Ball. Und jetzt, ich weiß, das ist ziemlich arschig, aber ich schieße ihn jetzt einfach raus. Oh, ich dachte, das Spiel wird zu Ende. Scheiße. Ah, der Ball wird ins Ausgehen, der wird ins Ausgehen, ja. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Wir gewinnen mit 3 zu 2. Ein knappes Spiel, aber wie gesagt, wir haben es gewonnen. Durch die Tore von Wendy, Edwin Ibonzu, Uya und Uya. Und die gegnerischen Tore Hoffer oder Hofer, nee, Hoffer und Idrissou. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, also Idrissou. Egal, Uya war der beste Spieler mit 9,4. Zweite Bundesliga. Und jetzt gucken wir, auf welchem Platz wir sind. Erstes Spiel unentschieden. Zweites Spiel gewonnen. 4 Punkte. Das lädt. Das lädt. Und Spieler gesperrt. Ja. Für ein Spiel ist er gesperrt. Ich weiß gar nicht, welche Position das jetzt war, wo er ist. Rechtes Mittelfeld der Roja. Da packe ich da mal der Jabo. Du bist immer noch gesperrt, deswegen kommt da jetzt auch der. Ja, ihn. Hä? Nein. Und Schelter dein Backen. Für den Roja. So. Start nach Spaß für Nation. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch dem Video einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ihr das so wollt, dass ich das live kommentiere. Ja, und dann sage ich mal, ciao!